Also wir sind heute hier bei der Trainingseinheit der MT Melsung bei der Bundesligamannschaft im Rahmen der Frühjahrsausstellung der Messe Kassel. Haben wir heute hier ein öffentliches Training. Die Zuschauer können mal sehen, was wir jeden Tag trainieren. Aktuell sind wir in der Situation, dass wir am Sonntag in Berlin gespielt haben und am Donnerstag in Gummersbach spielen werden. Deshalb wird heute viel im taktischen Bereich stattfinden. Für die Zuschauer hier und auch zu Hause ist es ein kleiner Einblick, was so normal im Trainingsalltag stattfindet. Wir spielen jetzt eigentlich Taktik. Es wird viel, was wir jetzt am Donnerstag gegen Gummersbach spielen, wie Gummersbach spielt und was wir spielen können, das wird jetzt eigentlich trainiert und in verschiedene Formationen oder verschiedene Abwehrformationen, Angriffsformationen und da wird immer dann durchgewechselt. Roberto und ich machen immer Video von den vier letzten Spielen von den Gegnern und die werden wir oder machen wir beide, analysieren wir und dann werden immer Sache oder eigentlich Kurzschnitte gemacht für die Spieler. Das habe ich jetzt gestern und heute zusammen im Video angeguckt und das, was Gummersbach oder jetzt der Gegner Gummersbach macht, das wird dann heute im Training oder auch gestern und morgen noch im Training angesprochen. Ja, ich denke, das ist für jeden Zuschauer interessant, der uns vielleicht nur von den Spielen kennt. Jetzt heute das öffentliche Training, bekommt man mal Einblicke, wie so eine Trainingseinheit aussieht. Und ansonsten haben wir ja noch Trainerfortbildung oder am Donnerstag das Public Viewing von unserem Spiel in Gummersbach. Also ich glaube, wir haben uns schon einiges einfallen lassen und bisher sieht es auch so aus, als würde es gut angenommen werden.